Hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Die My Little Box für den Monat April ist bei mir angekommen mit einem Less Extra Geschenk. Die My Little Box sieht diesen Monat so aus mit einem Baum, mit verschiedenen Menschen, wo Musik machen und fröhlich singen und in den Frühling hineinfeiern. Die My Little Box kostet 18,50 Euro. In der Infobox ist ein Freundschaftscode. Damit könnt ihr 3 Euro auf eure erste My Little Box sparen. Ja, die My Little Box passt sich eigentlich immer ihrem Thema an. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wenn es um den Frühling geht. Blüh auf, steht da unten. Blüh auf. Was wir Schönes drin haben. Wenn wir aufmachen, haben wir dann erstmal ein Schleifchen und eine Karte. Da steht drauf, tanze im Takt des Frühlings. Er ist aller Dinge Anfang. Ja, es ist schön, wenn wir Frühling und Sommer bekommen. Der Winter geht einem richtig auf die Nerven. Also, schauen wir mal rein. Und zwar, das finde ich schon mal gut. Von The Body Shop Edelweiß eine Serum Concentrate Sheet Maske. Und Masken liebe ich. Die Maske, klar, Gesicht reinigen, auseinanderklappen, 15 Minuten drauf lassen und der Rest Serum dann ins Gesicht einmassieren. Ja, vegan ist er auch. Von The Body Shop hatte ich noch nie eine Maske, nö. Also, da freue ich mich jetzt umso mehr. Dann haben wir, fangen wir mit den Extras da dran an. Da drin. Brush Me Closer, eine Zahnbürste. Ja, ich habe schon mal reingeluschert. Voilà, nicht kaputt machen. Aber Zahnbürste kommt dann in die Verlosung, denke ich mal. Oh, Mintgrün. My Little Box steht hier. Und hier ist die Zahnbürste aus Holz. Eine richtig gute Zahnbürste zu sein. Ja, kommen sie in die Verlosung, Trash-Paket oder ich verschenke sie weiter, ich weiß es noch nicht. Dann haben wir, naja, was bist du? Ein Block. Notizblock, auf dem deine Ideen keimen. Wenn es in dir brodelt, schreib deine Ideen auf. In diesem Notizblock schälen wir sie, würfeln, kochen, schneiden sie in Scheiben, beraten sie, was Alois erzählt ihm alles, was du diese Woche auf der Platte hast. Notizblock kann man immer gebrauchen, ist nichts Verkehrtes. Aber kein QR-Code fällt mir gerade auf. Okay. Was steht da? Ah, das gehört dann scheinbar erstmal zum anderen Produkt. Dann haben wir hier was Schweres. Turn Me Over. Eine facettenreiche Seifenschale. Diese vielseitige Seifenschale aus 100% natürlichem Dolomit ist der neue Star am Dekohimmel. Tagsüber performt sie als schicke Seifenschale. Nachts verwandelt sie sich in eine betörende Räucherstäbchenschale und umgekehrt. Ja. Aber da ich immer feste Seifen für meine Pinsel benutze, durch die Verpackung, weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen werde. Weiß und rot mit Pünktchen und hier ist auch ein Doktor. Ja, so sieht die aus. Das sind dann die Löcher hier. Schön schwer. Sieht nicht schlecht aus. Mal überlegen, was man damit anstellen. Wieder rein, Hauptbusch. Mal überlegen. Weil meine Pinselseiten sind ja alle eigentlich schon eingepackt. So. Dann kommen wir zu diesem Teil hier. Und da sehe ich schon was, wo ich nicht benutzen darf. Und zwar ein Shampoo. Hm.
Natürliche Pflege für deine Haare. Mit der Wiens geht es diesen Monat raus in die Natur. Schließlich ist man nie zu alt, um Schmetterlingen hinterherzujagen, das Gänseblümchen-Orakel zu befragen oder um die schönsten Pilze zu sammeln. Pinsel sammelt man zwar im Herbst die Pilze, aber okay. Entschuldigung. Das ist jedenfalls das Credo unserer Lieblingsmarke der Wiens. Ja, muss ich kurz gucken. Oh ja. Aber ich denke nicht, dass ich... Nö. Also ein Shampoo, Momo-Shampoo steht da hier. Moisturizing-Shampoo für trockenes bis sehr trockenes Haar. 250 ml. Sollte es einen bestimmten Duft noch haben, oder? Mit Yellow, also mit gelbem Melonenextrakt. Ja, das war es eigentlich schon mit gelbem Melonenextrakt. Ein Shampoo. Dann haben wir hier feste Seife, passt ja zu der Schale. Und von I&M feste Seife Soaper Lemongrass. Oh, ich mag Lemongrass. Wasserlos und plastikfrei. Oh, nee, nicht mein Duft. Feste Seife. Und dann haben wir zu guter Letzt in der My Little Box von Essence Hello Good Stuff 48 Stunden Intens Hydrogel mit Aloe Vera und Hyaluron 95% natürlichen Ursprungs. Dieses Produkt habe ich aber schon da und offen. Hier habe ich mir mal gekauft. Das ist wirklich einfach. Also ein Pumpspender. Ich zeige jetzt meins extra. Und wirklich nur eine gelige Konsistenz. Glaubst du das? Ich kann nicht mehr retten heute. Und ja, es riecht auch. Klar, Aloe Vera Duft. Wer ihn mag, ich mag ihn. Tut auch viel Feuchtigkeit und so hinterlassen. Das haben wir alles, dass die Hände mit eingecremt sind. Also das finde ich echt nicht schlecht. Ja, stimmt. Less Extra Produkt haben wir ja auch noch. Aber jetzt zeige ich erstmal die Produkte noch von der My Little Box im Monat April. Wie gesagt, von Essence Hello Good Stuff, das 48 Stunden Intens Hydrogel. Wirklich gut. Klebt auch nicht. Dann von I&M feste Seife Lemongrass. Nichts für mich. Ich mag den Duft nicht. Dann ein Shampoo mit Yellow Melon Extrakt. Dann die Seifenschale oder Räucherstäbchenschale. Ja. Ein Notizblock. Zahnbürste. Und zu guter Letzt die Maske. Ja, was sage ich nur jetzt allein zu der Aprilbox? Die Maske, mega. Notizblock kann man immer gebrauchen. Denn das Gel finde ich auch gut. Gut, bei der festen Seife, dass ich Lemongrass nicht mag, kann ja niemand wissen von denen. Und beim Shampoo, es ist fast in jedem, also was heißt fast? Es gibt sehr, 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 sehr wenige Shampoos, Duschschäume, Duschgele, wo der Inhaltsstoff Betatine nicht drin ist. Sehr wenig. Und deswegen kann man nicht sagen, das wäre jetzt ein schlechtes Produkt. Also kommt in die Verlosung oder ich schenke es her, keine Ahnung, Trash-Paket, mal schauen. Ja. In allem und Ganzen eine echt tolle Box. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Kostet ja 4,99 extra im Monat. Das lässt extra Geschenk. Und zwar soll das. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich hat. Ich denke es immer. Die natürlichen und pigmentierten Produkte von Last, Last kenne ich gar nicht, haben Farbe im Blut. Die umweltbewusste Produktpalette von Last garantiert 24 Stunden lang ein langanhaltendes, nicht verrutschendes Make-up. Dein Make-up bleibt bis in die Nacht an Ort und Stelle versprochen. Schnapp deinen Lieblingspinsel und lass deiner Kreativität freien Lauf. Pastellfarbene Schminke, leuchtendes Rot, intensives Schwarz. Keine künstlichen Stoffe. Last bevorzugt klare Farben mit hochgradig natürlichen Formen. Okay.
Und da haben wir ein Liquid Eyeshadow. Das geht jetzt, das Last geht über die ganze Verpackung. 205 Movie Fuff. Irgendwie so. Und okay. Mache ich jetzt aber nicht aus zum Testen, lasse ich noch zu. Aber eine interessante Farbe. Kann man echt nichts sagen. So, aber jetzt war es das mit der My Little Box. Und ich muss sagen, wie gesagt, es ist so. Jetzt habe ich das einfach da reingestopft, obwohl eigentlich da noch der Karton liegt, ne, vom Liquid. Typisch ich wieder. Mit der Gedanke, keine Ahnung. Aber naja. Jetzt. Also nicht schlecht. Für 4,99. Keine Ahnung, was das kostet. Würde ich mal sagen, sehr gut. Und die Aprilbox. Ja, bis auf Shampoo und Lemongrass ist es eigentlich eine gute Box. Ja. Das war es jetzt eigentlich schon mit der ganzen Box, auch mit dem Extra. Und über einen Kommentar würde ich mich freuen. Schreibt gerne eure Meinung, was euch gefallen hätte. Und was euer Highlight wäre. Und lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert gern meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Das bedeutet mir echt viel. Und am schönsten würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.